Meine Schwester haben gerade Schach gespielt. Meine Schwester und ich. Das ist dieser Kuchen für sie morgen. Für sie hat morgen Geburtstag und das ist ein Vorgekuchen. Weiß ich nicht, ein Vorgekuchen. Das ist eine Kristallseite, das sind so Kristalle. Hier sind so bunte Kugeln. Hier ist so ein Kreis mit Kugeln. Und da steht so Lina. Das ist so mega schön, diesen Anblick. Und ich werde euch natürlich auch mit dem Bein anschneiden. Und das Vorgeburtstagskind kommt. Gut. Mit der Lina-Idee hatte ich. Gut. Die Lina-Idee hatte ich, Paulina. Los, lass uns anschneiden. Alle sind gespannt. Oh, wieso nicht von der Seite? Ich möchte von der Seite essen. Mama. Wie machen wir das mit dem Kreis? Am besten... Den schneiden wir durch. Nee. Den schneiden wir aus. Was? Lina wird getötet. Lina kriegt den Kreis. Lina kriegt Doppelzucker. Hier ist aber alles mit Erythrol, das heißt kein Zucker da drin. Das ist ja mal schön. Und nicht mal ein Zuckerguss? Nein, alles Erythrol. Reiner Lebkuchen. Und das sind alles also Kristalle. Nur Mehl ist drin. Oh mein Gott! Wieso so kleine Stöcke? Kann ich jetzt so einen Riesenteil essen? Als der andere. Das ist ja lecker. Ich nehme dieses Stückchen. Oh Mann. Ich mache da den hier. Los, die Teller sind zubereitet. Nimm den Pizzaheber. So, gib mir mal ein Schälchen hier. Ich bin vom Kristall. Ich habe noch nicht mal Geburtstag. Das ist ein Vorkuchen. Ein Vorkuchen. Der ist ja schön grün von innen. Na, sieht gut aus? Ja. Mein Stückchen. Jogi, kannst du mir mal... Lecker, lecker, lecker. Wer liebt eigentlich auch so leckeren Kuchen? Natürlich brauchen wir auch Kuchengabeln. Eine ganz wichtige Sache. Jetzt kriegt der Kuss. Oh. Oh, lecker. Lecker, lecker, lecker. Oh, der Zuckerkuss ist ja... Der Zuckerkuss ist ein bisschen sandig. Aber die Kristalle sind echt gut. Süß. Die hat eigentlich auch Mäuschen zu Hause. Oh. Erstmal beißen. Wie die da rübergehen, das ist so wie eine Massage. Bitte. Also ich muss jetzt noch Zähne putzen. Ich habe mich extra hübsch gemacht für meine Schwester. Ich muss leise sein, weil sie heute um 10 aufstehen, weil sie steht immer früh auf. Und ich hoffe, das ist ihr halt so gerecht. Also so gut genug, weil ich habe extra 12 Farben genommen. Also gelb, pink und dann kommt gelb. Und schreibt mal in den Kommentar. Wenn euch das Outfit gefällt, meine ich, lasst doch mal ein Like da. Lasst generell ein Like da. Jetzt ist alles ausgepackt.
jetzt Happy Birthday Paulina. Wie krass ist das denn? Happy Birthday Paulina. Also das mit den Geschenken auspacken, das war so schön. Ich durfte ihr halt zugucken. Jetzt telefoniert sie gerade, jetzt kommt noch die Oma, schmeißt das Geschenk über den Zaun wegen Corona. Dann geht sie schnell wieder. Dann würde ich sagen, ich sag jetzt einfach nochmal Tschüss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, tschüss.